Hallo Leute, ich grüße euch und Kanal Monis Küche hat mich nominiert für dieses Video. Wo muss ich kochen, was ich gerne esse oder halt heimlich esse. Also bin ich dabei und mache ich dieses Video. Was braucht man? Brauche ich nur zwei, meistens drei, vier Zutaten. Ganz einfach. Brauchst du Milch, brauchst du fein Grießbrei, Weichweizen, dann brauchst du ein bisschen Kakao oder Zimt und ein Löffel Butter. Ja? Gut, also, jetzt geht's los. Ich habe Kakao von Tschechien, das heißt Franco. Und das ist genauso wie hier der Nesquik oder ja, Kinderkakaopulver, also süßes Kakao. Ja? Was braucht man? Ich stelle mir die Kamera auf den, so auf den Topf bestens. Und brauchst du circa 0,3 Milch. Und Grießbrei, keine Ahnung wie viel, so ein Deziliter Grießbrei. So, und jetzt musst du das stehen lassen, dass der Grieß wird nass und so matschig. Ja, also jetzt muss man ein bisschen 5 Minuten warten, wenn der Grieß arbeitet zusammen mit der Milch. Stehen lassen. Wir sehen uns bald wieder. So, jetzt haben wir den Grieß mit Milch alles zusammen. Und ich mache das so, dass so klein Teelöffel Butter da rein, wenn noch kalt alles ist. Und jetzt fein kochen. Milch muss immer bei der Hand haben, weil der Grießbrei ist manchmal so viel Fett. Ja. Dann ich mag ihn halt ein bisschen halt fein, nicht so fest wie Pudding. Ja. Nun kochen. Ich zeige euch, wenn das gekocht ist wieder. Und so, dann kommen die Blasen wieder, dann ist es fertig. Ich hoffe, das sieht hier was. So, und jetzt sehe ich, dass das ist schon viel Grieß drin und wenig Milch. Kann ich das ausschalten und kaltes Milch noch da rein? Und mischen. Umrühren. Weil wenn denn ist so gekocht, dann zieht immer das Milch. Ja. Muss keine Angst haben, ein bisschen Milch da rein. So, jetzt ist die richtige Konsistenz. Nicht so dick. Oder halt fest. Und auch nicht wie Wasser, ja. So etwas zwischen. Gut, jetzt tue ich das alles auf den Teller. Und jetzt, wenn hast du alles auf den Teller, dann kommt der Schokopulver. Oder Kakaopulver, wie man will. So, oben drauf. So, und mein Lieblingsessen, Grießbrei, ist fertig. In Tschechien essen wir das so, dass kommt den Butter drauf noch und ein bisschen Zimt noch.
Aber weil ich klein Kind habe, dann mache ich das nur so. Nicht so fett für die Nacht und esse mal immer halbe halbe. Also ich hoffe, dass habe ich alles gut geschafft. Ich grüße euch alle und vielleicht überlege ich, ob ich mache auch genauso wie die Moni, vielleicht einen Tag in Woche in deutscher Sprache. Können Sie mir schreiben, ob hat sie mir alle gut verstanden und ja, hat es Spaß gemacht. Ich grüße euch und ciao oder ciao wieder.